Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Und ich sehe gerade, wir haben Besuch. Oh mein Gott, geht da schon gut los. Haben wir Munition? Haben wir. Hem. Heng Peng. Was wollte ich gesagt haben? Ja, Hallöchen, Tag zusammen und ich grüße euch. Ich würde tatsächlich versuchen, in dieser Aufnahmesession auf einiges einzugehen. Auch auf Kommentare von YouTube. Oder was heißt, ich würde eingehen, sondern ja, ich würde ein bisschen... Bisschen was versuchen. Einige Sachen habe ich schon selber rausgefunden. Ja, aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Oh, Holz. Haben wir nicht genug Holz? War da nicht irgendwie was gewesen mit genug Holz? Ich weiß es gar nicht mehr. Solange der da ist, fahre ich auch nicht weiter. Der wird ja gleich wahrscheinlich mal ein bisschen näher kommen. Ah! Moment. Da ist Leder. Fett. Let's make some fett. Was wollte ich denn? Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. So, erstmal wieder willkommen zurück. Ich muss jetzt erstmal selber gucken. Wo waren wir denn gewesen? Oh mein Gott, Leder auch voll. Oh mein Gott, Fett auch fast voll. Oh mein Gott, Schnitzel. Schnitzelbraten. Wände. Wände, großes Thema. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Wände. Ich hatte ein bisschen was gelesen gehabt. Ich habe aber auch, muss aber auch dazu gestehen, ich habe auch ein bisschen, also ich habe nicht viel behalten von dem, was ich gelesen habe mit Wände. Es wird auf jeden Fall irgendwie gebaut im Depot, so glaube ich zumindest. Ich habe aber auch was gelesen, dass es mit dem Hammer funktionieren soll, ich bin mir da nicht sicher. So, warte mal, haben wir, ach guck mal, Flexi hat vorbereitet zu essen, ich werde bekloppt. Und zu trinken, und wir haben sogar Tee, ich werde bekloppt. Und wir haben alles Holz voll. Wir wollten auch ein paar Kisten weiterbauen, ne? Genau, man kann... Achso, übrigens an den Kommentarschreiber. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Tut mir so leid. Es ist jetzt schon wahrscheinlich eine Weile her. Wenn das Video jetzt hier erscheint. Ja, man kann diese Rofflemos-Nest ein pro Waggon bauen. Habe ich jetzt erfahren. Also ist es doch so, wie ich schon irgendwie dachte. So, warte mal, ich take das mal. Und fülle hier mal auf, weil wir so viel Holz haben. Genau, da kann man pro Waggon einbauen. Und... Huch. Hab ich nicht reingepackt? Doch, habe ich doch. Was ich denn da? Genau, die sammeln fleißig und... Scrapmetal haben wir auch... Warte mal, Scrapmetal, hatten wir das Verbrauch gehabt? Wie viel haben wir denn an Scrapmetal? Da sind Dings. Voll. 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 Holy shit. Flexi aus der Vergangenheit. Warte mal. Flexi aus der Vergangenheit. Was hast du getan? Was ist mit dem los? Was hat der... So vorbereitet war ich ja noch nie. Was kann da noch schief gehen? Lass mal weiter düsen. Oder beziehungsweise ich wollte es mit dem Hammer mal ausprobieren. Genau. Apropos Wände. Ich habe gelesen... Man soll das mit dem Hammer... Das soll mit dem Hammer gehen. Deconstruct Filter. Repair Bar, warte mal. Ich habe aber auch gelesen. Ich habe aber auch tatsächlich gelesen, dass man erst alles abbauen muss. Was natürlich jetzt ganz toll wäre. Beziehungsweise umbauen hat auch jemand, glaube ich, geschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dass man wirklich alles umbauen muss. Ich hoffe, man... Ja, das funktioniert hier mit den Wänden schon mal nicht. Das ist natürlich kein guter Tipp gewesen, was ich gelesen habe. Oder was ich so rausgefunden habe. Denn hier ist, glaube ich, auch nichts, ne, mit Wände. Ja, Dekor. Wir reisen erstmal weiter, würde ich sagen. Und gucken mal, was uns erwartet. Auf eine weitere spannende Reise. Wir sammeln noch weiterhin. Also Holz möchte ich auslassen. Scrap Metal würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Essen und Trinken vielleicht noch ein bisschen so auf Reserve. Oh ja, Scrap Metal. Oh ja, komm her, Scrap Metal. Oh, geiles... Oh, was sehen wir, eine Äuglein? Nein, warte.
Oh ja. Oh! Ticket Train, Ticket Train, Ticket, Ticket, Ticket Train. Warte mal. So. Ich bin so aufgeregt. Es kam ja jetzt einiges an Videos, ne? Muss man ja sagen. Oder es läuft ja wahrscheinlich noch einiges an Videos. Ist dem geschuldet, weil ich auch ein bisschen was auf, im Stream aufgenommen habe. Für die, die vielleicht nur hier YouTube gucken. Ich streame auch. Ja, man mag es gar nicht glauben. Ich streame tatsächlich auf Twitch. Nicht auf YouTube, nein. Auf Twitch. Könnt ihr mal vorbeischauen. Freitags und sonntags. In der Regel. Und wenn... Warte mal. Und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr das gerne mal tun. Genau, einige Videos sind gekommen. Ich plane auch gerade in der Aufnahmesession, wo ich jetzt gerade bin. Passt. Hat euch, glaube ich, auch so eh nicht so interessiert, weil ich kriege davon eh nichts mit. Werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Submatch wieder weiter aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wann das Video jetzt hier erscheint. Ich habe jetzt keinen Zeitplan im Kopf. Habt da bitte ein Nachsehen. Und genau, weil das würde ich auch weiterspielen. Das war ja eins meiner allerersten Let's Plays, wirklich, die auch richtig viel Spaß gemacht haben. Das Spiel ist so unfucking unfassbar. Unfucking unfassbar umfangreich. Das war jetzt ein schweres Wort, ein schwerer Satz. So, Zink lasse ich auch liegen, haben wir voll. Genau, irgendwas mit Plattform hatte ich noch im Kommentar gelesen. Irgendwie was mit was waren das nochmal? Darauf wollte ich auch noch eingehen. Komme ich gleich noch zu. Aber apropos YouTube-Videos, genau. Hell is Others macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Auch ein richtig cooles Game. Läuft ja auch aktuell so ein bisschen im Channel. Also ich hoffe, es läuft noch. Ich hoffe, ich kam dazu zum Aufnehmen. Da ich das ja, wie gesagt, nicht hauptberuflich mache, sondern das ja quasi mein Hobby ist. Was ich auch sehr gerne mache. Also ich verdiene hiermit kein Geld. Ihr seht, der ist sehr werbungsfreies YouTube-Content. Hier bei mir gibt es keine Werbung. Ich kann keine Werbung schalten. Das ist auch gut so. Jeder hasst Werbung. Keiner mag Werbung. Und ja. Genau, aber mir macht das sehr viel Spaß und ich freue mich darauf, weitere Videos zu erstellen. Und ich hoffe, ich finde die Zeit weiterhin dafür für euch. Falls mal irgendwas nicht kommt oder vielleicht doch mal wieder eine längere Videopause kommt, bitte habt ein Nachsehen. Ich werde das wahrscheinlich häufiger sagen, als mir lieb ist, aber ist es nun mal so, wenn man beruflich, wie gesagt, noch am Arbeiten ist, ist das nicht mal einfach, alles unter einen Hut zu kriegen. Und da wir ja noch im Haus noch ein bisschen was machen möchten, wieso nehme ich denn schon wieder Eis mit? Ich bin so doof. Ich schmeiß das mal eben raus, warte mal. So. Nein. Drop. Und da habe ich dann halt nicht immer die Zeit dafür, wenn ich das mal nicht schaffe. So. Dann habe ich das jetzt auch gesagt, was ich sagen wollte. Aber eigentlich wollte ich... noch gesagt haben oder jetzt erzählt haben im YouTube-Kommentar des jungen Mannes oder älteren Mannes, weil er glaubt, er schrieb, junge Mann ist lieb oder nett. Hat er irgendwas geschrieben von mit irgendwie hinangeln an den Steinen? Weil das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal ausprobiert gehabt. Da war ja mal was, dass man sich so von Stein zu Stein angeln kann und dann irgendwie zu so einer neuen Insel und so alles. Ist das Eis? Das ist Eis, ne? Kommt. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, hab bitte Entschuldigung, ich schäme mich. Ich stelle mich in die Ecke. dass ich das nicht mehr behalten konnte. Dass da irgendwas war mit... Dass das wohl nicht immer geht und dass man das mit den Fireflies sieht. Die Fireflies haben wir jetzt im letzten Video, glaube ich, irgendwann gehabt. Also ich glaube, es war irgendwann im letzten Video. Und, ja, man kann, wie gesagt, zu gewissen Inseln wohl, aber nur, wie gesagt, nur zu gewissen. Und es kommt noch viel, viel mehr. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen was gesehen. Ich habe ein bisschen was gesehen im, war das auf Twitch? Nee, Quatsch. Auf Twitter. Ich folge ja Voidtrain auf Twitter und da kommt ja ab und zu ein paar so Mini-Videos posten, die Entwickler ja. Und holy shit, was da noch alles kommt. Wir haben noch gar nichts gesehen. Ja, das ist so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so, uff, ist das. Also das wird uff, wenn das wirklich so kommt, was ich da so alles noch gesehen habe. Holy Jesus. Oh, Lampe aus, Lampe an, ist schön. My question ist jetzt hier irgendwas? Ja, gut.
Oh ja, Scrap Metal nehme ich mit. Oh, hallo, Kohle. Na toll, jetzt habe ich wieder Wood mitgenommen, ne? Eigentlich brauchen wir Wood nicht. Ich drop das mal. Drop it like it's hot. Chemikalie brauchen wir auch nicht. So. Dann hier hin. Dann lagern wir mal ein bisschen ein. Und, nee, da kann ich mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, was das nochmal war. Entschuldige bitte. Ich, ja, ich bin da nicht so ganz aktiv im Geschehen, was Dinge behalten angeht. Es tut mir leid, ich bin alt. Oh, voll. Juhu, noch ein Container. Ach, die haben wir ja schon ausgetauscht, ne, beim letzten Mal. Ach, guck mal, hat der Flexi schon gemacht. Guck mal, der hat ja schon die großen Container. Oh mein Gott. So, den packen wir da rein, den da rein. Kohle haben wir. Ach, guck mal, da können wir den Ofen ja auch befeuern demnächst. Holy Jesus. Sehr, sehr geil. Na, Friedhelm, gefällt's dir bei uns? Danke, Gizmo. So, oh, Scrap Metal. Es geht weiter mit Kistenfüllen. Sehr schön. Dann würde ich im nächsten Depot tatsächlich mal ausprobieren, ob wir irgendwie Wände kriegen. Wände hinbekommen. Apropos trinken, können wir mal machen. Das würde ich tatsächlich mal irgendwie ausprobieren und ausklamüsern, ob wir das irgendwie hinbekommen, tatsächlich Wände hinzukriegen. Ob das irgendwie möglich ist. Weil das wäre jetzt so meine nächste Prämisse. Dass wir Wände bauen können. Haben wir eigentlich alles voll an... Ich finde das so geil, wieder ein Pennen zu sehen. Haben wir eigentlich alles voll an Essen und Trinken Vorräte? Ah, da fehlt einer. Eigentlich ja, wir haben sogar noch eine Tomate, ne? Holy shit, wir sind richtig gut ausgerüstet, ne? Ich würde mal usen. Dann ist das voll. Dann würde ich hier auch mal usen. Hä, hatten wir nicht gerade noch Schnitzel? Ach, ich bin so doof. Ich esse das. Oh nein. Ich esse das Ungekochte. So. Dann muss ich das jetzt mal eben draufschmeißen auf den Grill. Ich bin so schlau. Ich habe mir das Ungekochte jetzt in den Balch gehauen. Na, weil ich so schlau war. Toll. Ja, doch gerade nur noch Eis, ne? Da. Da ist noch Essen und hier ist auch nochmal Eis. Das ist Zink. Zink haben wir, glaube ich, zwei. Zwei haben wir voll. Es ist... Ich bräuchte echt noch einen größeren Anhänger eigentlich. Um das hier alles noch so ein bisschen auszuknallüsern, klabüsern. So, warten wir nochmal eben ab. Dann ist das auch fertig. Dann würde ich hier genau das wieder reinpacken. Ja, Moment. Trinken. Trinken würde ich herstellen wollen. Wenn wir schon dabei sind. Achso, ich muss das erst wegnehmen, ne? So war das. So. Davon stellen wir mal zwei her. Wir fahren mal ein bisschen weiter. Da kann ich währenddessen mal eben schnell Scrap Metal wieder sammeln. Und essen. Und Eis. Weil dann sind wir da auch wieder auf der sicheren Seite, dass wir wieder ein bisschen Vorrat haben. So, das auch. Hallo Freunde, grüß euch. Mich ärgert das, dass ich das nicht mehr weiß, was das war nochmal. Mit diesen Plattformen und wie man da... Ah, Mist. Naja. Nicht so schlimm. Du, derjenige, der das hier guckt, der das geschrieben hat, der wird wahrscheinlich darauf nochmal... Ein Kommentar schreiben, hoffe ich, denke ich, wenn du nicht schon so langsam von meiner geilen Stimme genug hast. So. Ich weiß, ich rede manchmal sehr viel, aber das ist, glaube ich, beim Let's Play. Nennt man das heutzutage eigentlich noch Let's Play? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin ja mit Namen Let's Play bin ich ja groß geworden. Mittlerweile schreibt man ja gar nicht mehr Let's Play davor, sondern irgendwie nur noch den Spielename. So, ja. Hätte ich gerne. Hätte ich auch gern. Uah. Warte mal eben. Der Ofen ist fertig, ne? Holz! Ach, als hätten wir nicht genug Holz davon. Oh, was sehen wir in der Äuglein?
ein wenig Scrap Metal. Und da unten ist auch Scrap Metal. Zweimal sogar. Oh, was ist das denn dahinter? Was ist das? Na, hallo. Ein wenig Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Nein, mir wurde mal echt gesagt, irgendwie zu viel Laberei und zu viel Gequatscherei im Dings. Ganz ehrlich. Dann guck's nicht. Du kannst gerne woanders gucken. Ich bin kein Böse drum, woanders gucken zu gehen. Weißt du, wenn es dir nicht gefällt, der Content, den ich hier liefere oder so, dann guck woanders. Bin ich, wie gesagt, niemandem böse drum. Weil, ne, was dem einen gefällt, muss dem anderen noch lange nicht gefallen. Und wenn dir meine Stimme nicht passt, dann guck's, wie gesagt, bei jemand anderen. Aber warum dann... Weißt du, was ich dann halt nicht verstehe? Warum dann halt sich die Mühe machen, dann noch einen Kommentar drunter zu schreiben? Ich verstehe die Welt manchmal irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Naja. Muss ich auch nicht. Ich bin nur ein kleines Würmchen hier auf dem YouTube-Markt. Danke. Und, tu nur so, als könnte ich hier irgendwas. So. Gut. Ich lagere das mal ein. Wir haben 4 fertige Schnitzel. So. 2 Getränke. Die da reinkommen. Jo. Und ich stelle gerade noch ein bisschen was her, ne? Da können wir auch mal auffüllen. Normales Eis. Das sind auch schon die großen Kisten. Ja, okay. Nee, aber wie gesagt, es muss ja keiner gucken. Ich bin da kein Böse drum, wenn er sagt, nee, passt mir nicht. Ist völlig in Ordnung, wie gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier sehr, sehr viel Spaß habe mit. Und wenn ich damit, wie gesagt, noch Leute noch zum Lachen bringen kann oder unterhalten kann, dann habe ich doch alles erreicht, was ich wollte. Meine Prämisse mit dem Reden liegt ja auch, ist ja auch daran geschuldet, da ich ja früher sehr, sehr viel Internetradio betrieben habe, ne? Wahrscheinlich kommt das davon, dass ich sehr viel rede. Da musste man ja auch immer viel quatschen. Oder was heißt musste man? Oder hat man viel geredet, ne? Wahrscheinlich liegt es daran. Ich hoffe, wir haben kein Scrap Metal liegen lassen. Eis! Nehme ich mit. Oh, nochmal Kohle, oder? Oh, warte mal. Haben wir die Kohle liegen lassen? Das ist doch auch Kohle, oder? Ich habe die Kohle gar nicht zerkleinert. Oh, warte mal. Fällt mir gerade ein. Moment, ich komme. Ist das Kohle? Ah, die Lumpen auf Eis. Das sah so ähnlich aus. So, was hat er der noch Schönes für uns hier, der Friedhelm? Oh, Wut. Als hätten wir davon nicht genug. So, Eis. Bing. Dreimal Dirty, Dirty Eis. Dirty, Dirty. So, dann können das da rein. Das kann da rein. Das kommt da rein. Das ist auch schon wieder fast voll. Das Trinken ist auch schon fast voll. Guck mal. Und wir können uns hier nochmal einen Schluck gönnen, weil wir ja genug haben. Und ich packe die Kohle hinten rein. Sehr, sehr schön. Ja. Alter, wie viel Kohle wir einfach haben, ne? Leck mich fett. So viel hatten wir ja noch nie. Oh, ich habe sogar noch was im... Oh, Moment. Wir haben sogar 3 Kisten voller Zink. Ich weiß nicht warum. Ja, dann packe ich die Kohle hier rein. Komm. Wir haben einfach zu viel Holz, ne? Holz überquillt gerade. Wir müssen echt zusehen, dass wir die Wände bauen. Ist das so, dass man alles abreißen muss? Das wäre echt schade. Ich weiß... Oh, nee, wir kriegen immer noch mehr Wut. Nicht, dass uns das Holz dann irgendwann zum Verhängnis wird. Aber ich hoffe, dass wir wenigstens irgendwie das Scrap Metal voll kriegen, dass wir dann genug Metall haben. Sieht nicht aus, als hätten wir doch da. Ist das, Scrap Metal dahin? Warte mal. Das da oben oder ist das Wood? Nee, Scrap Metal. Hä, wie konnte ich das übersehen? Hä? Wie konnte ich das denn übersehen? Naja, gut. Wie dem auch sei. So, dann düsen wir weiter. Ich weiß nicht, ob das mit dem Zink so gut war, so viel mitzunehmen. Also 2 Kisten voll. Wahrscheinlich habt ihr viel mehr gesehen, was ich übersehen habe. Weil, ne?
Ein Zuschauerauge sieht ja sowieso immer mehr wie ein spielendes Auge. Das ist einfach so. Oh. Na, hallo. Irgendwo war hier gerade noch Scrap Metal. Da. Und da. Ach ja, wir haben ja die Prophezeiung, ne? Oh, da sind... Oh, warte mal, da sind Glühwürmchen. Oh, halt, stopp.